Das sind Snake Plissken aus Bielefeld. Samstagabend, da waren sie im Stereo beim ersten Halbfinale des Waldmeister-Band-Wettbewerbs. Von 4 Bands haben Snake Plissken da den ersten Platz gemacht. Vom Sieg zum Schluss Ende März will Drummer Kali als Ziel aber noch nicht sprechen. Das Ziel ist zu spielen überhaupt. Also weil Live-Spielen einfach geil ist und die Möglichkeit zu haben, auf so einer Bühne zu spielen, ist einfach geil. So, also weil es Spaß macht, mit Leuten irgendwie zu spielen. Also das ist das Ziel, geil zu spielen. So. Und das haben sie zumindest Samstag schon mal geschafft. Das war übrigens erst der 4. öffentliche Auftritt des Trios. Die Band gibt's noch nicht so lange. Der Gewinner des Waldmeisters bekommt ja einen Auftritt auf unserer Bühne auf dem Leinewebermarkt. Das wäre natürlich was, sagt Gitarrist Alex. Das Krasse ist ja, also wir können immer noch nicht glauben, dass wir hier wieder den ersten gemacht haben. Und auf dem Leineweber mit unserer Mucke, ich freue mich schon auf die Gesichter, aber ich glaube schon, wir können da eine Menge Spaß rüberbringen, weil es einfach uns einen tierischen Bock macht, was wir immer machen. Da können wir mit Sicherheit von ausgehen. Der Bandwettbewerb Waldmeister, präsentiert von G-Town Music, dem Stereo und Radio Bielefeld. Am kommenden Samstag geht das zweite Halbfinale an den Start. Wieder im Stereo. No,